Die Capacona-Katastrophe in der Neustädter Bucht, der neue Gedenkstein im Zentrum der Stadt und die Story dahinter. Die Entstehungsgeschichte finde ich schon ganz bemerkenswert, dass sich da drei Schülergruppen von verschiedenen Schulen auf den Weg gemacht haben und die Idee hatten, diesen Gedenkstein zu entwerfen und wir dann auch in kleinen Gruppen daran gearbeitet haben, immer mal wieder. Jeder hat seine eigenen Ideen mit eingebracht, das war von unterschiedlichen Gruppen eigentlich und dann haben wir so das Optimalste nachher eigentlich zusammengefügt. Lena, Diane und Lukas haben das übernommen. Ganz interessant würde ich auch noch finden, wenn man irgendwie auf dem Stein, ich weiß nicht, wie das machbar ist, vielleicht die Emotionen, die damit verbunden waren, draufschreibt, zum Beispiel Trauer. Ja, also ich würde Panik draufschreiben. Eventuell noch Angst oder Hilflosigkeit. Mir war es sehr wichtig, dass die Emotionen da in dem Stein wiedergespiegelt werden, dass halt die Menschen auch wissen, dass es ein sehr schlimmes Ereignis war und dass es nicht vergessen wird und dass es halt auf dem Stein ganz konkret auch steht. Ja, und dann vielleicht noch obendrauf das Schiff, wie das gerade so am Versinken ist oder sowas. Ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll, wenn das nochmal oben ist und man das so von allen Seiten sehen kann. Vielleicht könnte man da ja noch den Namen vom Schiff draufschreiben und vielleicht die Koordinaten, wo es untergegangen ist. Vielleicht wollen wir es ja auch so machen, dass wir irgendwie noch mit reinbringen, wie viele Tote und wie viele Überlebende es gab bei dem Untergang. Sehr interessant. Ja, finde ich auch wichtig, also dass man auch überhaupt sagt, dass da Menschen überlebt haben. Jetzt im Moment ist es natürlich noch schwer vorzustellen, aber so wie wir uns das am besten gedacht haben, dass man wirklich aus der 360-Grad-Sicht, dass man aus allen Ecken kommen kann und auch sieht, dass das der Gedenkstein von Capacona ist, dass wirklich alle Seiten gefüllt sind, so wie wir sie haben wollen. Dass man wirklich quasi mit reingenommen wird in das Geschehen und genau weiß, was da passiert ist. Und hier wird jetzt gehämmert, gemeißelt und gefräst in der Natursteinwerkstatt Patrick Masen in Lensahn. So, das sind jetzt die zusammengefassten Ideen der Schüler. Oben drauf der Kopf soll die Lübecker Bucht simulieren. Würde ich sagen, als polierte Kugelkappe, aus dem dann das Schiff rausguckt, beziehungsweise wo wir es reinstecken werden. Erstmal ist das ja ein ganz trauriger Hintergrund, sodass auch die Begrifflichkeit als erstes im Vordergrund steht, die Worte, die ausgesucht wurden. Und dann natürlich ganz markant das Schiff selbst, was oben drin sein wird und rausgucken wird. Erstmal den Kopf sauber rausgearbeitet, die Kugelkappe poliert. Ja, das waren so die ersten Arbeiten, da haben wir schon ein paar Tage für gebraucht. Erstmal die grobe Drecksarbeit gemacht sozusagen und dann immer feiner geworden und haben dann parallel dazu das Schiff mal versucht zu zeichnen auch und mal zu gucken, wie die Proportion, also wie viel davon tatsächlich rausgucken kann. Diese Untergangssituation, das in so einen rustikalen Felsen zu integrieren, ist schon nicht so ganz einfach. Im Anschluss haben wir die Beschriftung gemacht, die Vorgaben hatten wir ja, die Begriffe der Schüler. Und die haben wir dann versucht, noch mal so ein bisschen in Wellenform anzuordnen. Am Ende haben wir eine gute Woche dafür gebraucht. Im Ursprung war der Felsen so knapp 2,5 Tonnen schwer. Ist jetzt vielleicht ein Tick leichter, aber nicht viel. Also sehr unhandlich und schon ein ganz schöner Koloss. Ist ja schon ein ganz bedrückendes Thema. Und für mich, ich bin ja auch gebürtiger Neustädter, habe die ersten Jahre meines Lebens auch in Neustadt verbracht und fühle mich entsprechend auch verbunden. Und ich fand es toll, dass jetzt so ein Projekt von Schülern initiiert wurde und wir da jetzt dran beteiligt waren und auch unseren Teil dazu beitragen konnten. 3 Tage vor dem 75. Jahrestag der Katastrophe bekamen die Kinder und Jugendlichen mitsamt ihren Lehrern den Stein zum ersten Mal zu Gesicht. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur in kleinen Gruppen, nacheinander und nicht mottogetreu alle zusammen und Hand in Hand. Freude und Stolz waren dennoch greifbar. Ja, also sieht gut aus. Die kleinen Details, die wir als Ideen hatten, wurden auch gut umgesetzt und ist schön geworden. Am beeindruckendsten finde ich das Schiff, das hebt das alles nochmal ein bisschen hinvor. Dass man auch da nochmal raufguckt. Das ist so ein Blickfang für den Stein. Ist ja natürlich ein bisschen anders auf Papier, aber so ist es schon sehr gut gelungen.
die Skizzen, die die Schüler vorher hatten. Und dann plötzlich ist das so in Stein gehauen, das ist schon irre. Und auch so die, also die Schlagwörter und so, also das kommt sofort rüber irgendwie so, dass man denkt, wow. Die Stadt Neustadt hat geholfen, wo sie konnte. Ich bin glücklich und stolz darauf, was die Kinder und Jugendlichen hier geschaffen haben. Mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass die Erinnerung an die Kabakona-Katastrophe vom 3. Mai 1945 nie in Vergessenheit geraten. Wir sind erstmal froh, dass wir den überhaupt hier auf dem Marktplatz platzieren durften, damit die Neustädter Bürger einfach sehen können, wie der Stein geworden ist und auch um das Projekt dann wissen, um ihn dann letztendlich an den neuen Standort und an den endgültigen Standort zu bringen. Der am Ende des Kabakona-Weges direkt am Strand gerade hergerichtet wird. Wo er dann hoffentlich wirklich für ganz lange Zeit immer dazu dient und anregt, an den Untergang der Kabakona zu erinnern. 900 Millionen Jahre alt und spätestens ab jetzt, für immer und ewig.